Sehr geehrter Herr Präsident, Frau Bundesminister, werte Kollegen, verehrte Zuhörer zu Hause vor den Bildschirmen via Livestream. In der heutigen Debatte mit der vorliegenden Novelle zum Ziviltechnikergesetz offenbart sich wieder mal eines ganz klar. Sobald in irgendeinem Bereich Transparenz und Unabhängigkeit gewahrt werden sollen, so ist das der ÖVP ein wirkliches Dorn im Auge. Und nicht anders ist es eben zu deuten, wenn seitens der Regierungsparteien ein wahrlicher Angriff auf den freien Beruf der Ziviltechniker unter dem Deckmantel der Umsetzung des EuGH-Urteils gemacht wird. Denn gerade die Ziviltechniker haben in Bezug auf die Auftraggeber ein besonderes Vertrauensverhältnis und daher muss auch die Transparenz und die Unabhängigkeit entsprechend gewährleistet sein. Die Regierungsparteien nehmen aber eben, wie gesagt, dieses EuGH-Urteil zum Anlass, die notwendigen Anpassungen im Ziviltechnikergesetz überzuerfüllen und damit natürlich ein sogenanntes Goldplating zu betreiben. Und sie gefährden damit nicht nur die Unabhängigkeit und Unparteilichkeit von Ziviltechnikern, sondern vor allem die Interessen der Dienstleistungsempfänger. Denn was ist geplant? Mit dieser Novelle können nunmehr interdisziplinäre Ziviltechnikergesellschaften sich an Ziviltechnikergesellschaften mit bis zu 50% der Anteile beteiligen. Das bedeutet natürlich, dass Interessenskonflikte vorprogrammiert sind. Es können Pattstellungen mit 50-50 entstehen, aber andererseits wird nunmehr auch die Möglichkeit eingeräumt, dass beispielsweise finanzstarke Baukonzerne, wie es der Kollege Zagler schon gesagt hat, bei solchen interdisziplinären Gesellschaften sich mit Ziviltechnikern zusammenschließen und damit der Verdrängung der eigentlichen Ziviltechniker am Markt aufgrund des Preiswettbewerbs Tür und Tor geöffnet ist. Und geschätzte Damen und Herren, dass solche Gesellschaften dann natürlich die eigenen Interessen vermehrt erfolgen werden, als jene des Bauherrn entsprechend zu gewährleisten, wird schlussendlich auch finanzielle Auswirkungen haben, vor allem auch für die öffentliche Hand. Und viele dieser Kritikpunkte hat natürlich auch die Kammer der Ziviltechnik aufgeworfen und hat das entsprechend auch schriftlich dargelegt. Aber immer, wenn es Kritik an der Vorgehensweise der Regierung gibt, dann hat die Regierung auch hier gezeigt, wie sie damit umgeht. Und unser Nationalratskollege Angerer hat das in der letzten Sitzung des Nationalrates auch aufgezeigt. Denn da hat doch tatsächlich ein Beamter aus dem Wirtschaftsministerium als zuständige Aufsichtsbehörde die Abberufung jenes Vertreters der Kammer gefordert, der hier verständliche Kritik zum Ausdruck gebracht hat, dass man eben scheinbar den freien Beruf des Ziviltechnikers abschaffen möchte. Und nichts anderes ist es ja, denn wenn ich einmal von einer Gemeinde beispielsweise ausgehe und hier ein Gutachten erstellen lasse, dann möchte ich davon ausgehen können, dass dieses unabhängig erstellt worden ist, nicht im Hintergrund der Konzern die Finger im Spiel hat, der eventuell auch noch einen Auftrag in Folge lukrieren will und daher das Gutachten eben entsprechend ausfällt, weil dass hier im Falle einer Beteiligung ein Ziviltechniker sich in solch einem Fall unabhängig verhalten kann. Also das sollte und wird ja wohl hoffentlich jeden einleuchten, dass das wahrscheinlich nachrangige Priorität haben wird. Und daher sprechen wir uns natürlich ganz klar gegen diese Beteiligungen mit 50% am Gesellschaftsvermögen durch berufsfremde bzw. durch interdisziplinäre Ziviltechnikergesellschaften an den eigentlichen Ziviltechnikern aus. Ebenso wie das die Möglichkeit hier eingeräumt wird, dass Beurkundungen auch von solchen interdisziplinären Ziviltechnikergesellschaften erfolgen können. Denn auch damit werden die Unabhängigkeit und die Transparenz gefährdet, wenn man beispielsweise ein Prüfgutachten für Kfz-Typisierungen von einer solchen interdisziplinären Ziviltechnikergesellschaft erstellen lässt und im Hintergrund mit 50%iger Beteiligung der Kfz-Hersteller sitzt. Also das ist ja ungefähr der gleiche
Humbug und vor allem die gleiche Vorgehensweise, wie sie sich dargestellt hat bei der Ausschreibung, wo der Herr Schmidt sich selber ausgeschrieben hat, um nun sich bestellen zu lassen. Nicht? Aber das ist eben die Vorgehensweise dieser Regierung. Und auch hier sieht man natürlich ganz klar, dass diese ÖVP, der geht es da wieder nur um eine Klientelpolitik für ein paar Konzerne. Die Grünen sind wieder mal die willfährigen Erfüllungsgehilfen und ihnen beiden macht es auch nichts aus, wenn das auf Kosten eines gesamten Berufsstandes geht, der noch dazu sehr geschätzt ist. Und daher werden wir aus den genannten Gründen dieser Gesetzesnovelle natürlich keinesfalls unsere Zustimmung geben und bringen einen entsprechenden Entschließungsantrag ein. Und zwar der Entschließungsantrag des Bundesrates Josef Hofner und weiterer Bundesräte betreffend die Sicherung des Erhalts der Unabhängigkeit, der Unparteilichkeit sowie der Objektivität der Ziviltechniker. Der Bundesrat wollte beschließen, die Bundesregierung wird aufgefordert, dem Nationalrat eine Regierungsvorlage zuzuleiten, mit der sichergestellt wird, dass an Ziviltechnikergesellschaften bzw. an interdisziplinären Gesellschaften Ziviltechniker mit mehr als 50% beteiligt sein müssen und dass Siegelführung bzw. Urkundentätigkeit ausschließlich Ziviltechnikern bzw. Ziviltechnikergesellschaften vorbehalten wird. Meine Damen und Herren, hinsichtlich der Änderung des Berufsausbildungsgesetzes, das die Kurzarbeit für Lehrlinge ermöglicht, werden wir eine Fristverlängerung selbstverständlich unterstützen, weil damit auch der Erhalt der Lehrstellen gefördert wird und ja, rund 5000 Lehrlinge auch davon betroffen sind und die Kurzarbeit in Anspruch nehmen. Das findet unsere Zustimmung und auch die Berufsfreiheit als Grundrecht und damit die unternehmerische Freiheit mit ihren Grundprinzipien ist für uns wesentlich. Daher werden wir auch dem Verhältnismäßigkeitsprüfungsgesetz unsere Zustimmung geben. Wir befürchten in diesem Zusammenhang lediglich, dass die Verhältnismäßigkeit in Bezug auf den Verwaltungsaufwand leider alles andere als angemessen sein wird. Applaus